Scheiße, dachte ich. Theresa. Dann war sie das wirklich? Ich schwenkte das sich auf dem Gewehr befindende Zielfernrohr von den Menschenräubern weg, den Hang hinauf, dorthin, wo sich die Sikus verschanzt haben mussten. Es dauerte eine Weile, bis ich den ersten fand. Nur der Rauch ihres Gegenfeuers, der noch in der Luft hing und von sanftem Wind nach Osten hin verweht wurde, gab mir einen ungefähren Anhaltspunkt. Daniel war es, den ich als ersten erkannte. Er hatte sich bäuchlings in einer Kuhle zu Boden geworfen, die sich zwischen den knorrigen, etwa 40 Zentimeter aus dem Boden wachsenden, weitläufigen Wurzeln eines mächtigen Baumes befand. Sein Mündungsblitz hatte ihn verraten, und auch ein paar seiner Feinde, ich konnte nicht sagen, ob es Leute aus Dobel oder Mitglieder der falschen Soldaten waren, hatten ihn entdeckt und erwiderten sein Feuer. Rinde wurde abgesprengt, Dreck und Holzsplitter wurden rings um ihn herum hochgeschleudert. Ich hielt den Atem an. Erst als das feindliche Gegenfeuer für eine oder zwei Sekunden nachließ, stieß ich ihn wieder aus. Daniel war nicht getroffen worden und hob jetzt langsam wieder den Kopf, um erneut zu feuern. »Du musst die Position wechseln, du Idiot. Sie wissen jetzt, wo du bist.« »Und wo waren die anderen?« Einige Sekunden später entdeckte ich Elsa, aber auch nur, weil sie in diesem Moment ihren massigen Körper hochwuchtete, einen etwa 15-jährigen, verängstigt aussehenden Jungen an der Hand hinter sich herzog und einige Meter aufwärts rannte, nur um sich gleich wieder hinter einem, für ihren Leib viel zu dünnen Baumstamm in Deckung zu werfen. Sie hatte Glück. Der Feuerstoß, den einer der Menschenräuber ihr hinterhersandte, war zu hoch gezielt gewesen. Kein Wunder, dass das Feuergefecht so lange dauerte. Der gegnerische Beschuss zwang die Sikos, ich war sicher, dass sie alle noch irgendwo hier in der Nähe sein mussten, von Deckung zu sprinten. Um den richtigen Moment abzupassen, war Gegenfeuer nötig und das richtige Gefühl für den Schussrhythmus ihrer Feinde. Der war aufgrund der Vielzahl von verschiedenen Waffen, die hier zum Einsatz kamen, nur schwer auszumachen. Und wo zur Hölle war Theresa? Dann wurde mir bewusst, dass ich Zeit verschwendete. Ich musste sie nicht suchen. Davon hatte sie nichts. Ich würde ihr am besten helfen, wenn ich eingreifen würde. Allerdings hätte ich das erste Mal den Abzug gedrückt, dann würde es nicht mehr lange dauern, bis man mich entdecken würde. Die Position, in der ich mich befand, war gar nicht so schlecht für einen Überraschungsangriff geeignet, aber ich musste mir einen Plan zurechtlegen, wie ich von hier auf Seiten der Sikors gelangen wollte. Momentan hatte ich in etwa die Perspektive auf das Geschehen, die man früher, vor dem Krieg, die meiste Zeit über im Fernsehen gehabt hatte, wenn ein Fußballspiel übertragen wurde. Die Gegner links und meine eigene Mannschaft rechts, wobei ich näher an den Gegnern dran war. Dann nahm ich das Gewehr herunter, suchte mit bloßen Augen Deckungsmöglichkeiten entlang der vielleicht 50 oder 60 Meter langen Route, die ich nehmen wollte. Mein Plan sah aus wie folgt. Das Gewehr leer schießen, aufspringen und zu einer Fichte 15 Meter weiter. Dort das Gewehr nachladen, zweimal schießen und mich hinter einem dichten Farngebüsch zu Boden werfen. Von da aus weitersehen, bis ich eine festere Deckung gefunden hätte, idealerweise einen umgefallenen Baumstamm, von dem aus ich dann beinahe frontal auf die Menschenräuber würde feuern können. Dann hätte ich schon mehr als den halben Weg geschafft, um klare Verhältnisse für Rolf herzustellen. Verdammt. Rolf. Wie viel Zeit war vergangen, seit wir gesprochen hatten? 2 oder 2,5 Stunden, hatte er gesagt. Es war noch nicht einmal eine halbe vergangen. Es war zu früh, um jetzt schon auf ihn zu zählen. Trotzdem war es auf jeden Fall mehr als an der Zeit, endlich etwas zu tun. Ich legte das Gewehr wieder an. 3-mal konnte ich feuern, bevor der erste falsche Soldat auf mich aufmerksam wurde, und 2-mal traf ich. Meine Kugeln hinterließen einen rötlichen Dunst in der Luft für einen kleinen Moment, als meine Geschosse Schädelknochen aufsprengten, Zähne pulverisierten und Hirnmasse mit sich nahmen. Ein Menschenräuber und ein Dobler weniger. Dann zwang mich ein kurzer Feuerstoß von weiter hinten in Deckung. Ich hatte nicht damit gerechnet, von dort bemerkt zu werden, aber da hatte ich mich getäuscht. Der Angriff war wohl etwas zu hastig ausgeführt worden und die Kugeln kamen etwas zu tief. Als ich die Einschläge bemerkte, rollte ich mich 2 Meter weiter nach rechts und legte das Gewehr erneut an die Schulter. Ich atmete schwer und das Fadenkreuz zitterte. War das schon immer so gewesen?
Ich zielte auf den Kopf eines Doblers in verdreckter Lodenjacke, den ich aus dem Rössle von einem der Nachbartische her kannte, eine vage Erinnerung ohne Namen, und der gerade damit beschäftigt war, die Läufe seiner Schrotflinte herunterzuklappen und zwei neue Patronen einzulegen. Wie die anderen zuvor hatte ich ihn im Profil und zielte auf die Mitte seines feisten Kopfes. Meine Kugel riss ihm die Nase weg. Ich sagte ihr, dass ich zitterte. Der zweite Schuss beendete sein Kreischen, das ich nur an seinem verunstalteten Gesicht sehen, aber im allgemeinen Getöse nicht hören konnte. Ein hässlicher Anblick, und ich spürte einen Stich der Reue. Wie war das mit den Mitläufern? Warum hatte ich sie vor einer Stunde noch geschont, und jetzt? Ich durfte mich nicht von meinem eigenen Blutdurst, dem Wunsch zu töten und zu vernichten, der irgendwo tief in uns allen schlummert, mitreißen lassen. Ich musste mich an meinen Plan halten, und laut meines Planes lag mein nächstes Ziel 15 Meter weiter. Meine Waffe war jetzt leer geschossen. Zeit für die nächste Position. Bevor ich mich in Bewegung setzte, warf ich noch einen Blick den Hang hinauf, von wo aus auch in den letzten Sekunden sporadisch zurückgefeuert worden war. Dort konnte ich Bewegung erkennen und ein Gewicht, das ich in der Anspannung des Kampfes schon ganz verdrängt gehabt hatte, wurde von mir genommen, als ich, nur für den Bruchteil einer Sekunde, Theresa nahe am oberen Rand des Hanges zwischen zwei Bäumen verschwinden sah. Aber das war nicht das Einzige. Schemen und Ahnungen von Schämen konnte ich wahrnehmen, ohne zu erkennen, um wen es sich handelte. Es waren aber auf jeden Fall mehr als nur vier. Elsa, Daniel, Raimund und Theresa war es gelungen, mindestens 8 der Menschen, die den Tribut für die falschen Soldaten darstellen sollten, zu befreien. Dieses Wissen wirkte beinahe schon euphorisierend auf mich, und ich sprang auf und rannte die vielleicht 20 Schritte bis zu meiner nächsten Deckung, der Fichte, und ich hatte nicht das Gefühl, dass auf mich geschossen wurde. In meinem Kopf existierte die Möglichkeit, getroffen zu werden, in diesem Moment schlicht nicht. Meine Intuition trug nicht. Ich erreichte den schützenden Baumstamm ein paar Sekunden später. Mein Herz hämmerte mir in der Brust und die Bronchien pfiffen. Ich hustete Schleim aus, spuckte ihn achtlos auf den Waldboden. Hastig begann ich damit, die Patronen, die ich dem Mann auf dem Turm abgenommen hatte, ins interne Magazin der Jagdwaffe zu drücken, wobei mein Adrenalin es mir schwer machte, die Schachtel überhaupt erst aufzubekommen. In der Zeit, die ich dafür benötigte, wurde noch immer geschossen, aber etwas war jetzt anders. Die Schüsse fielen seltener, und in den kurzen Pausen konnte ich das Schreien der Verwundeten hören. Es erklang nur von der linken Seite, ein Umstand, der mich froh machte. Ja, die Dobler und die Menschenräuber zusammengenommen boten ein leichteres Ziel als die zahlenmäßig unterlegenen Sikos. Ich dachte über die 2 Schüsse nach, die ich von hier aus noch anbringen wollte, bevor ich die nächste Etappe in Angriff nehmen würde. Ich hatte das Gewehr wieder im Anschlag, und in meinem Fadenkreuz befand sich ein älterer Mann in Tracht, der sich in der Nähe von Rau befand. Er hatte angelegt, zielte auf irgendjemanden. Am gegenüberliegenden Hang bewegte sich nichts. Der Kerl war das ideale Opfer, aber gerade als ich den Abzug drücken wollte, drehte er den Kopf zur Seite, sah fast in meine Richtung. Dann stand er auf, und in einer leicht geduckten Position begann er sich nach hinten zu bewegen. »Wollten Sie etwa?« Ich nahm das Gewehr von den Schultern und sah mit bloßen Augen hin. Diffuse Bewegung überall auf ihrer Seite. Ja, sie hatten wohl entschieden, dass es sich nicht lohnen würde, weitere Leute zu verlieren, nur um ein paar Gefangene zurückzuholen. Sie zogen sich zurück. Noch einige Momente lang blieb ich in meiner Position erstarrt, sah ganz genau hin, versuchte zu unterscheiden, ob es sich um einen echten Rückzug oder um eine Finte handelte. Aber der Rückzug war echt. Zwar wurde dann und wann noch geschossen, und das Aufblitzen der Mündungsfeuer zeigte mir eindrucksvoll, dass die Anzahl der einzelnen Dobler und Menschenräuber noch deutlich größer war, als ich es zuerst angenommen hatte. Doch die Schüsse, die sie abfeuerten, waren ungezielt, und die meisten von ihnen gaben sich nicht einmal die Mühe, so auszusehen, als ob sie es ernst meinen würden.
nachdem ich ihren überraschenden Rückzug eine halbe Minute lang beobachtet hatte und mir beinahe sicher war, dass keiner von ihnen zurückgeblieben war. Die Leichen ihrer Toten hatten sie ebenfalls mitgenommen, genauso wie ihre Verwundeten. Scannte ich die Feuerlinie, die sie vor kurzem noch gebildet hatten, mit Hilfe des Zielfernrohrs ab. Sie waren noch nicht sehr weit weg, also verzichtete ich darauf, aufrecht zu gehen oder zu den Sikos hinüberzurufen. Ich hielt mich weiterhin bedeckt, und alle paar Schritte widerstand ich dem Drang, mich nach hinten umzudrehen. Entspannt war ich ganz gewiss noch nicht, und ich wollte es auch nicht sein, wenn ich ehrlich bin. Ich müsste dann über Dinge nach. Zuerst spritzte mir ein winziges Stückchen Baumrinde ins Auge. Ein etwas größeres Stück spürte ich mit meiner Stirn kollidieren. Dann, etwa eine Viertelsekunde später, hörte ich den Knall. Sofort warf ich mich nach vorn, hinter einen umgestürzten jungen Baum. Viel zu dünn. Die Gabelung seines Stammes machte ihn zusätzlich zu einer ziemlich miesen Deckung, aber er war besser als nichts. Weitere Kugeln schlugen rings um mich ein. Sie kamen nicht aus Richtung der Menschenräuber. Sie kamen von den Sikos. Ich brüllte nun doch, dass sie das Feuer einstellen sollten. Natürlich tat ich das, was auch sonst, aber sie hörten es nicht. Mir blieb nichts übrig, als mein Handrücken nach oben zu recken, den Sikos entgegen. Der Buchstabe, der darauf tätowiert war. Das S. Sie mussten die befreiten Gefangenen bewaffnet haben. Die kannten mich nicht. Das war zumindest die beruhigendste Erklärung, die mir einfallen wollte. Die weniger beruhigende war, dass einer des Teams, mit dem ich aufgebrochen war, tot oder verletzt war und seine Waffe weitergereicht hatte. Die am wenigsten beruhigende war, dass es Absicht war, dass sie auf mich feuerten, aber das glaubte ich nicht. Wieder schlug eine Kugel in den Baumstamm ein, hinter dem ich Schutz gesucht hatte, und ließ ihn vibrieren. Reflexartig zog ich meine Hand zurück. Dann aber zwang ich mich, den Arm wieder zu heben, sah schon vor meinem inneren Auge, wie Hand und Finger zerfetzt wurden. 2 Sekunden später hörte der Beschuss auf. Diese 2 Sekunden waren mir ziemlich lang vorgekommen, und ich war froh, kein Loch in der Hand zu haben. Nach weiteren 3 Sekunden rief jemand: »Alles klar, kannst aufstehen!« Wir waren schon ein elender Haufen gewesen, bevor die Befreiungsaktion begonnen hatte. Jetzt aber, auch wenn wir Erfolg gehabt hatten, spotteten wir jeder Beschreibung. In dem Feuergefecht waren 4 von insgesamt 12 befreiten Sikos verletzt worden. Einer musste schon halbtot gewesen sein, bevor sie ihn dort herausgeholt hatten. Er wurde jetzt von Daniel und Raimund gestützt, die selbst kaum besser aussahen. Eine Frau, der ein Bein fehlte, war irgendwie in ihr einziges verbleibendes Knie getroffen worden. Für sie hatte man keine Bahre oder irgendetwas in der Art zusammenbauen können. Dafür war einfach nicht genug Zeit. 2 unverletzte und im Vergleich zu den anderen recht kräftige Männer, die ich nicht kannte, schleiften sie einfach hinter sich her durch den Wald. Sie wimmerte, biss sich auf die Lippen, gab sich Mühe, nicht zu schreien. Ein anderer trug ihre Krücke. Auch sie gehörten zu den Sikos, die befreit worden waren. Im Lager hatte ich sie auf jeden Fall nicht gesehen. Die 3. Verletzte war Elsa. Ein Streifschuss, oder eher eine Streifsalve, hatte ihr einiges Fleisch aus dem linken ihrer voluminösen Oberarme herausgerissen. Und dann war da noch Theresa, mit der ich jetzt nach hinten sicherte, während die anderen sich zwischen den Bäumen hindurch voranquälten. Einer von Elsas Söhnen hatte Theresas vorige Aufgabe übernommen und warnte vor Ansammlungen des Westwindstaubs. Sein Bruder, der fast genauso aussah wie er, lang verfilztes, dunkelbraunes Haar zum Zopf gebunden und mit dem albern aussehenden Bartwuchs, den man während der Pubertät normalerweise hassen lernte, war bei Elsa geblieben, die schnaufte, hustete und einen bedenklich roten Kopf hatte, aber keine Anstalten machte, ihr Marschtempo zu verlangsamen. Bald würde es zu dämmern beginnen, und gerade hatte Theresa leise gesagt, dass sie hoffte, dass wir den Krater noch bei Tageslicht erreichen würden. »Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Passt nicht zu dir.« Theresa sah mich für die Länge eines Wimpernschlages an. Dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit wieder nach hinten. »Ich habe darüber nachgedacht, abzuhauen.
gab ich zu. Aber irgendwie glaube ich, schulde ich dir was. Nicht nur, weil du mich aus dem Feuer herausgeschleift hast. Ja, irgendwann mal, wenn wir mehr Zeit haben, kannst du mir ja deine ganze Geschichte erzählen. Bist ja wirklich ein Optimist, was? Sie lachte kurz auf und hustete direkt danach. Niemand von uns hat noch wirklich viel Zeit. Keiner. Ich sagte nichts. Als sie bemerkte, dass ich nicht antworten würde, fuhr sie fort. Elsas Jungs, die haben vielleicht noch Zeit. Allein dafür hat sich die ganze Sache schon gelohnt. Ein paar der anderen vielleicht auch. Die paar, die wir rausholen konnten. Sind etwa noch mehr im Krankenhaus? Hört sich ja fast so an, als ob da noch... Was glaubst du wohl? Sie haben sie in 4er Zimmern untergebracht. Raimund und die anderen konnten gerade mal 3 davon von außen öffnen, bevor der Widerstand zu stark geworden ist. 3 Zimmer? Von wie vielen? Sie schnaubte. Es ist ein Krankenhaus. Rate doch einfach mal. 30 oder 40 vielleicht. Vielleicht auch 100. Du willst mir doch nicht erzählen, dass die Zimmer alle belegt waren, oder? Dass in jedem Zimmer 4 Gefangene eingesperrt sind. Das halte ich für... Nein, natürlich nicht. Aber ganz sicher sind es mehr, als es sein sollten. Ich schätze mal, irgendwas zwischen 60 und 80 haben sie noch dort, sie... Zwischen 60 und 80? Das war irgendwie schwer zu glauben. Die falschen Soldaten hatten nicht annähernd genug Platz für so viele Gefangene in ihren Transportern, wenn ich das richtig gesehen hatte. Nicht genug, um so viele Menschen abzutransportieren. Und wenn Dr. Arlinger und seine Schergen sie auf Vorrat hielten, wäre es dann nicht geschickter, sie arbeiten zu lassen, anstatt sie durchzufüttern, bis die nächste Menschenlieferung fällig wäre. Ich teilte diesen Gedanken mit Theresa und sie erwiderte, genau so haben sie es gemacht, bis es den ersten Widerstand gab. Dann musste Arlinger andere Seiten aufziehen. Wenn du wüsstest, dass du nach wer weiß wohin deportiert werden sollst, würdest du dann noch auf dem Feld arbeiten? Würdest du noch irgendetwas tun, was diesen Tyrannen zugutekommt? Abgesehen davon sind es nicht nur Dobler. Etwa ein Viertel der Leute sind heimatlose Reisende wie du, die es zufällig nach Dobel verschlagen hat. Mit denen hat er auch im Rössle seinen Schnaps getrunken. Also ja, sie müssen sie durchfüttern, das schon, aber... Ich hatte verstanden und winkte ab. Sie brauchte nicht weiterreden. Anfangs hatte es mit Heimlichkeit und stillem Einverständnis funktioniert. Dann war irgendwann die Abspaltung passiert. Sikos gegen Dobler. Ein anderer Gedanke stahl sich in mein Hirn. Sag mal, euer Turm. Das ist doch nicht... Ich meine, haben Arlingers Leute noch andere Befestigungen? Kommt mir ein bisschen wenig vor. Erneut blieb sie stehen und drehte sich um. Prüfend schaute sie nach hinten. Sie haben ihre Patrouillen, setzen auf Heimlichkeit. Alles Wichtige ist um den Turm herum und ums Rössle zentriert. Das ist ja auch gut befestigt. Vorräte, das kleine Krankenhaus, das Hotel, alles eben. Und glaub mir, dieses Kerngebiet ist besser gesichert, als man mit bloßem Auge sieht. Dr. Arlinger spielt nur nicht so gern mit offenen Karten. Erinnerst du dich an die Regentonnen, hinter denen wir in Deckung gegangen sind? Ich bejahte die Frage. Da sind vielleicht einige der funkgesteuerten Sprengsätze drin gewesen, die er in ganz Dobel verteilt hat. Es gibt da noch ein paar andere Überraschungen. Einzelne Scharfschützennester und so weiter. Aber wie gesagt, Dobel ist nicht darauf eingerichtet, mögliche Feinde abzuschrecken. In Dobel ist man gastfreundlich und lädt sie ein. Zu einem Schnaps. Endlich hatte ich verstanden. Wir gingen weiter. Der Vorsprung, den die anderen gewonnen hatten, während wir miteinander sprachen, war nicht besonders groß. Es kam etwas Wind auf und kühlte meinen schweißnassen Körper. Nicht aus Westen, hoffte ich zumindest. 1 oder 2 Sekunden genoss ich das Gefühl. Als hätte sie meine Gedanken erraten, suchte Theresa das wenige des grauen Himmels ab, das die Bäume uns sehen ließen. Er kommt nicht, oder? Dein Freund, er wird uns nicht helfen, richtig? Er hätte hier sein sollen, nicht als wir noch geschossen haben. Aber inzwischen hätte er hier sein sollen. Sie hatten das Ding noch in der Luft, woanders. Er hat gesagt, dass sie es zuerst noch auftanken müssten. Auftanken und bewaffnen.
Sie? Ja, sieht so aus, als wäre er mit zwei anderen zusammen. Er, jetzt wo du fragst. Er hat gesagt, er und ein gewisser Mück wären eingeschränkt. Ich hatte auf dem Turm keine Zeit übrig, um genauer nachzufragen. Aber jetzt klingt es für mich, als wäre er verletzt worden. Naja, es musste eben schnell gehen. Vielleicht wird er... Vorne klappte ein Sikor zusammen. Einer von denen, die tapfere einbeinige Frau durch den Wald geschleift hatten. Zwangspause für alle. Vielleicht wird er was. Was meinst du? Ach, keine Ahnung. Vielleicht hatten sie irgendwelche technischen Probleme, oder... Oder vielleicht hat er auch einfach nur nachgedacht und festgestellt, dass der uns nun doch lieber nicht helfen will. Du kennst ihn nicht. Er ist loyal und treu auf seine Weise. Wenn er einmal etwas beschlossen hat, tut er es auch, wirst schon sehen. Aber wo wir schon so schön am Reden sind... Ich brauche einen neuen Platz, von dem aus ich mit ihm sprechen kann. Der Turm wird mir wohl über kurz oder lang nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie überlegte kurz, dann sagte sie, »Ja, da könntest du recht haben. Südwestlich von Dobel gibt es noch einen Bergrücken. 5 oder 6 Kilometer entfernt, also irgendwas um die 10 oder 15 vom Krater aus. Der Weg dorthin wird eine ganze Weile dauern, vor allem, weil wir Dobel wohl besser relativ weitläufig umgehen müssen. Wir...« »Wir?« Ich sah sie fragend an. »Halt die Fresse, Mann!« »Ja, wir. Dein Freund könnte hier alles zu unseren Gunsten kippen, das Züglein an der Waage sein. Wir können dir kaum das Funkgerät abnehmen und selbst mit ihm reden. Aber allein gehen lassen werden wir dich ganz sicher auch nicht.« Das Schweigen, das nun folgte, war nicht gerade eisig, aber trotzdem etwas unangenehm. Theresas Hoffnung war wahr geworden. Wir erreichten den Krater der Sikors noch bei Tageslicht, auch wenn es nicht mehr sehr viel war. Das Reinigungsritual verlief etwas schneller als beim letzten Mal. Aber gut, es hatte auch keinen Westwind gegeben. Den ganzen weiteren Weg über hatten wir nichts mehr miteinander gesprochen, und auch die anderen waren verbissen darauf konzentriert gewesen, voranzukommen. Es hatte kaum Gespräche gegeben, und wenn doch, dann wurden sie mit keuchend und abgehackt ausgestoßenen einsilbigen Worten geführt. Dafür war die Freude im Krater umso größer. Allerdings auch die Enttäuschung derer, deren Angehörige nicht hatten befreit werden können. Die meisten dieser Leute hielten sich am Rand der nun folgenden Feierlichkeiten auf, wobei Feierlichkeiten irgendwie das falsche Wort war. Die Stimmung war alles andere als euphorisch, aber immerhin gab es Essen und ein bisschen Alkohol, bei dem ich mich allerdings zurückhielt. Wie viele der Versehrten lebten jetzt hier? Sie hielten ihr Kochfeuer klein oder ebenso klein es ging, wenn sie für alle etwas Warmes zu essen haben wollten. An den Rändern des Kraters, im Norden, Süden, Osten und Westen, war jeweils ein weiteres, kleineres Feuer angezündet worden. Aufgrund der unzureichenden und flackernden Beleuchtung konnte ich die Sikors größtenteils nur als unförmige Umrisse wahrnehmen. Die Schatten tanzten um uns herum, wie Geister aus der Unterwelt, die sich ihren Weg nach oben suchten. Gespräche waren leise, da, wo andere wild und laut ihren Sieg gefeiert hätten. Ihre Gesten waren reduziert, im Dämmerlicht kaum wahrzunehmen. Sogar Elsa war inzwischen verstummt und hatte sich mit ihren Söhnen in ihre Kammer in der Kraterwand zurückgezogen. »Zeit. Keiner von uns hat noch Zeit«, hatte Theresa gesagt. Sie alle waren angezählte Boxer. Rocky, Sylvester Stallone, Ivan Drago, Creed. Titanen allesamt, aber nicht unbesiegbar. Das waren die falschen Soldaten aber auch nicht. Theresa hatte dennoch recht, keiner hatte genug Zeit. Deswegen sollten wir uns auch nicht zu viel Zeit damit lassen, die Situation in Dobel zu bereinigen. Es musste ein Ende haben. Ich wollte nicht, dass die Versehrten hier nach und nach in diesem elenden, schlammigen, nassen und nach Krankheit und Fäkalien stinkenden Erdloch verrecken würden. Selbst die Versehrten, die Ivan unter seiner Kontrolle gehabt hatte,
Die waren ja auch ganz unten in der Hierarchie gewesen, aber selbst ihnen war es besser gegangen als diesen hier. Ja, der Ivan oder auch Rolf hätten diese Gelegenheit dazu genutzt, eine Rede zu halten, für die Gruppenmoral oder so. Wolfert hielt sich allerdings zurück. Sein Hauptaugenmerk galt den Verletzten. Und als diese versorgt waren, wollte er so viel er konnte über die Lage von denen erfahren, die hatten zurückbleiben müssen. Ich hielt mich die meiste Zeit über in der Nähe von Daniel und Raimund auf, während Theresa im weiteren Verlauf des Abends Wolferts Nähe suchte und sich anfangs zeitgleich bemüht hatte, ihren Abstand zu Elsa zu halten, die lautstark und wenig bescheiden allen, die es wissen wollten, erzählt hatte, was passiert war. Elsa und ihre Söhne, die Mark und Johann hießen und die ich noch immer nicht auseinanderhalten konnte, hatten förmlich aneinander geklebt. Kein Wunder, und daran gab es auch nichts auszusetzen. Ich aber war abgelenkt. Keine Drohne war zu hören oder zu sehen gewesen, während wir den Weg zurück ins Lager der Sikos hinter uns gebracht hatten. Was war los mit Rolf? Plötzlich hatte ich doch Lust, etwas zu trinken und stieß Daniel an, der sich neben mir zuerst leise mit Raimund unterhalten hatte, nur um bald darauf mit ihm gemeinsam zu schweigen. Ich wollte nicht reden, machte nur eine Geste und er verstand und hielt mir seine Flasche hin, aus der er schon seit mindestens einer halben Stunde keinen Schluck mehr genommen hatte. Ich trank, der Schnaps brannte angenehm in meiner Kehle. Daniel nahm die Unterbrechung seiner lautlosen Gedankengänge zum Anlass, sich zu entschuldigen. Er wäre müde, sagte er und wollte schlafen. Mein Körper war ebenfalls völlig am Ende, aber mein Geist wollte keine Ruhe finden. Wie sollten wir mit ihnen umgehen, mit Arlinger, den Doblern und den Menschenräubern? Wenn Rolf den kleinen Ort mit Hilfe der Drohne in Schutt und Asche legen würde? Ach verdammt, hatte er die Situation überhaupt komplett begreifen können? Hatte ich ihm die Verhältnisse gut genug geschildert, damit er keine zivilen... Ich spürte Bewegung rechts hinter mir und drehte mich um. Theresa war im Begriff, sich neben mich zu setzen, verharrte dann, drehte den Kopf, hob das Kinn und im selben Moment, in dem ich mich fragte, warum sie sich so merkwürdig verhielt, bekam ich die Antwort. Ferner Donner rollte heran. Aber es war kein Gewitter.